Hey Leute, hier ist Sebastian und heute zeige ich euch, wie ihr die Dauer eines freien Falls mit eurem Smartphone messen könnt. Vor einer Weile habe ich ein Video gepostet, in dem ich gezeigt habe, wie man die Schallgeschwindigkeit nur mit einem Smartphone messen kann. Falls ihr es verpasst habt, schaut in die Beschreibung, dort findet ihr den Link dahin. Heute verwenden wir im Grunde dasselbe Werkzeug, die akustische Stoppuhr in Firefox. Falls ihr die App nicht schon installiert habt, bekommt ihr sie kostenlos für Android und iOS über firefox.org. Im Hauptmenü findet ihr das Experiment Akustische Stoppuhr. Wenn ihr das Experiment über den Button oben startet, zählt es die Zeit zwischen zwei lauten Geräuschen. Die Schwelle bestimmt, auf welche Lautstärke das Experiment reagiert. Wenn es zu empfindlich ist und auf Hintergrundgeräusche anspringt, erhöht die Schwelle. Wenn Geräusche verpasst werden, verringert den Wert. Da jedes Geräusch eine gewisse Dauer hat und auch der Hall über der Schwelle liegen könnte, kann man eine Mindestverzögerung einstellen, die verhindert, dass ein einziges Ereignis die Stoppuhr mehrfach auslöst. Falls euer Geräusch die Stoppuhr zwar startet, aber auch direkt wieder stoppt, solltet ihr den Wert erhöhen. Er muss aber immer kleiner sein als die Zeit, die ihr messen möchtet. Was wir jetzt machen wollen, ist die Zeit messen, wenn wir ein Objekt fallen lassen. Also die Zeit vom Loslassen bis zum Aufschlag auf dem Boden. Dafür benutzen wir die akustische Stoppuhr, also brauchen wir zwei akustische Signale, die den Anfang des Falls und das Ende des Falls markieren. Lasst uns mit einem einfachen Aufbau beginnen, den ihr zu Hause gut nachbauen könnt. Für die einfache Version dieses Experiments braucht ihr drei Dinge. Ein Objekt, das ihr fallen lasst, ein Lineal und einen Stift oder ein ähnlich langes Objekt. Legt euer Objekt auf das Lineal, sodass ihr dieses unter dem Objekt wegschlagen könnt. Du solltest das Lineal so treffen, dass das Objekt zu fallen beginnt, ohne durch den Schlag nach oben oder unten beschleunigt zu werden. Die Idee ist nun, dass der Schlag gegen das Lineal die Stoppuhr startet und der Aufprall des Objekts auf dem Boden die Stoppuhr wieder stoppt. Das Experiment war nicht zu schwer nachzubauen, denke ich. Einziges Problem ist, dass es relativ leise ist. Das heißt, ihr braucht eine ruhige Umgebung und es ist etwas schwieriger in einem Klassenzimmer oder vor Publikum oder egal, wo es mit der Umgebung etwas lauter ist. Also brauchen wir ein lauteres Startgeräusch und vielleicht auch ein etwas lauteres Stoppgeräusch. Als Startgeräusch verwenden wir jetzt einfach einen Luftballon, den wir platzen lassen. Und als Stoppgeräusch wieder den Aufprall auf dem Boden, aber diesmal mit einer Metallplatte, die das nochmal verstärkt. Für diesen Aufbau braucht ihr einen Luftballon. Befestigt ein Gewicht am Ballon, zum Beispiel mit einem Haken durch das Mundstück. Bastelt eine Drahtschleife, die den Ballon halten kann und befestigt sie an einem Stativ. Auf den Boden solltet ihr eine Metallplatte legen, um das Aufschlaggeräusch zu verstärken und, wenn nötig, den Boden zu schützen. Und natürlich braucht ihr eine Nadel, um den Ballon platzen zu lassen. Wir werden dieses Experiment für verschiedene Höhen wiederholen. Die gemessenen Zeiten sollten dabei der Wurzel aus zweimal der Fallhöhe geteilt durch die Erdbeschleunigung, also 9,81 Meter pro Quadratsekunde, entsprechen. Bei 1,2 Metern sollte der Fall also beispielsweise etwa eine halbe Sekunde dauern. Wie ihr seht, passen die Ergebnisse ganz gut zur Vorhersage. Ihr solltet aber ein paar Fehlerquellen kennen. Kein Geräusch übersteigt die Schwelle der Stoppuhr instantan und die verschiedenen Geräusche des platzenden Luftballons und des Aufpralls auf dem Boden werden auch leicht unterschiedliche Verzögerungen haben. Außerdem spielt die Platzierung des Smartphones eine Rolle, da auch die Schallgeschwindigkeit für eine Verzögerung sorgt. Und schließlich gibt es auch noch eine Verzögerung zwischen dem Einreißen der Ballonhaut, bei der der Knall entsteht, und dem Zusammenfallen des Ballons, bei dem der eigentliche Fall beginnt. Diese Fehler sind klein, verhindern aber, dass eure Messung exakt mit der Theorie übereinstimmen kann. Das war's für heute. Falls ihr noch mehr Smartphone-Experimente kennenlernen wollt, schaut euch firefox.org an. Viel Spaß beim Experimentieren und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.